Wir starten unsere heutige Stammtischrunde des Kölner Ahnenforscher-Stammtisches. Ich freue mich, sind eine ganze Menge da. Das Thema der Time Machine scheint doch sehr von Interesse zu sein und wir bemühen uns, dass wir hier das Vorhaben, das wir hier in Köln gestartet haben, mal informationsmäßig so rüberbringen, dass jeder da was mit anfangen kann. Auf dem Bildschirm sollte zu sehen sein, die Time Machine Webseite des EU-Projektes, das vor 3, 4 Jahren gestartet hat, mit dem Vorhaben, eine neue Dimension zur Vergangenheit zu entwickeln. Das bedeutet, man will mit diesem großen EU-Projekt, das schon mit etlichen Millionen gefördert wird, erreichen, dass möglichst viele Archive mitmachen, möglichst viele Unternehmen aus der IT-Branche und sonstige Interessierte an Geschichte, an Vergangenheit, um die alte Geschichte wieder ein bisschen ins Leben zu erwecken. Das heißt, man will sogenannte vierdimensionale Geschichte aufbauen. Vierdimensional deshalb, weil man dreidimensional Gebäude aufbauen will, zeigen will, welche Straßen früher da waren und welche wichtigen Gebäude sind. Man kann durch die Straßen gehen, kann sich die Gebäude angucken und soll dann eben auch mitkriegen mit der vierten Dimension, was gibt es denn für Informationen zu den Straßen, zu den Gebäuden und auch zu den Einwohnern darin. Welche Leute haben da gewohnt? Wie haben die gewohnt? Mit was haben die sich beschäftigt? Wie hat die Gesellschaft früher ausgesehen? Daraus haben sich Mitstreiter entwickelt. Und die Mitstreiter sind hier zu finden unter den sogenannten Local Time Machines, also lokale Zeitmaschinen. Und wir sehen hier in dem deutschsprachigen Raum, es gibt noch nicht so viele. Wenn man sich die deutschen Zeitmaschinen anguckt, die in Planung sind, dann sehen wir hier in Nürnberg, Leipzig, Dresden, Nürnberg, Regensburg. Und wenn wir weiter hier rüber gehen, dann sehen wir eigentlich im Westen ist die einzige Station hier Köln, die sich dort angemeldet haben und als Projekt mitarbeiten. Es sind einige in Holland, einige in Belgien, Luxemburg ist dabei und wenige dann im Osten und hier im Italien, Schweiz, Österreich und Frankreich. Insgesamt gibt es also noch knapp 2 Dutzend Time Machines, die also dieses Vorhaben sich vorgenommen haben. Und wir gucken mal, was haben wir denn da vor? Wir haben also vor, mit Einzelprojekten, mit Teilprojekten da an die Sache ranzugehen. Das erste Teilprojekt ist die Webseite Altes Köln, altes-köln.de. Dort soll es um die Geschichte gehen, um alte Stadtpläne und um die Hausgeschichte. Dann haben wir ein zweites Projekt vor. Da werden wir in einer genealogischen Software, in einer genealogischen Datenbank uns um die Einwohner und die Bürger im Köln der frühen Neuzeit kümmern. Und wir haben ein drittes Projekt vor, das ist noch in der Entwicklung. Da fehlen uns also noch Partner, Leute, die das machen. Wir wollen natürlich auch dreidimensional, vierdimensional die Sache angehen und das alte Köln virtualisieren. Es gibt ja schon viel im Internet, es gibt viele YouTube-Videos, es gibt viele Fans, die Filme über alte Kölner Geschichte bei YouTube und überall hochgeladen haben. Da wäre es also für ein Team möglich, da praktisch das dritte Standbein, die Virtualisierung, aufzubauen. Gucken wir uns das alte Köln an. Das wäre also das erste Teilprojekt, altes-köln.de, aufgebaut, entwickelt wurde das Ganze oder die Idee dazu stammt von dem Kölner Stammtisch. Wir haben uns im Kölner Stammtisch seit 3 Jahren getroffen mit einigen aktiven Genealogen und haben irgendwann mal, sind wir auf die Idee gekommen, jeder forscht so vor sich hin, gibt es keine Möglichkeit, dass wir insgesamt mal so ein gemeinsames Projekt angehen. Da entstand die Idee,
uns an die Kölner Geschichte mal ranzuwagen und zu gucken, was gibt es alles für Unterlagen in Köln, was könnte man für Köln zusammenpacken, zusammenführen. Und es entstand die Idee, eine Webseite aufzubauen. Die Webseite, die wir hier sehen, habe ich mit Unterstützung meines Sohnes aufgebaut. Es ist eine Wiki-Seite, deshalb eine Wiki-Seite, weil natürlich wir vorhaben, dass möglichst viele da mithelfen, das aufzubauen. Und da bietet sich eben ein Wiki an. Die Wiki-Software dürfte jedem geläufig sein von Wikipedia und das Gleiche sieht also hier auch so aus. Es ist nur eine andere Oberfläche eingeschaltet, aber was dahinter ist, ist ein Wiki. Wir haben zusätzliche Module mit integriert, sodass wir auch ein sogenanntes Semantik-Wiki aufbauen. Was findet man hier auf der Seite? Wir haben also vor, in vier Epochen an die Kölner Geschichte dran zu gehen. Die vier Epochen sind hier aufgelistet. Und wir wollen in einzelnen Schritten vorgehen. Ein wichtiger Schritt sind die Stadtpläne, die es von Köln gibt. Es gibt sicher eine Menge Stadtpläne aus Köln, aber es gibt sicher noch andere Städte, die da mit Stadtplänen noch mehr ausgestattet sind. Aber es gibt einige Stadtpläne, die doch die Kölner Geschichte sehr schön aufzeigen. Werde ich gleich im Einzelnen nochmal angucken. Dann wollen wir ausgehend von den Stadtplänen uns die Straßen angucken. Es gibt in Köln im Moment über 5.500 Straßen. Diese Straßen sind alle zu finden, sind alle schon integriert. Aber wir wollen uns natürlich schwerpunktmäßig zunächst um den Stadtkern, also um die alte Stadt, kümmern und dort uns die Straßen mit ihren Häusern und Einwohnern ansehen. Aber es sind eingebaut hier jeder Straßenname, der in Köln im Moment aufgelistet ist, kann hier in der Suchmaske eingegeben werden und man findet die Straßen. So, von den Straßen geht es dann weiter. In den Straßen stehen Häuser. Häuser und markante Gebäude, Kirchen, Schulen, Amtsgebäude und so weiter. Es gibt zigtausend Denkmäler, die in Köln aufgelistet sind. Sehr viele Häuser sind als Denkmal gelistet. Das alles soll hier untergebracht werden. Dann haben wir den nächsten Punkt. Wir haben viele Quellen. Köln ist ja ausgestattet mit einem reichen Fundus, aber einer der wichtigsten Bücher, die es gibt, einer der wichtigsten Dokumente sind die Schreinsbücher. Schreinsbücher dürften wohl die ältesten, wichtigsten Dokumente sein, die für uns als Familienforscher interessant sind. Sind natürlich schwer zu lesen, aber sind vorhanden. Einiges gibt es schon in Übersetzung. Und wie ich vor kurzem mitbekommen habe, sind die geschichtlichen Institute der Uni auch dabei, im nächsten Frühjahr ein größeres Projekt zu starten, um die Schreinsbücher zu indexieren, zu erfassen. Dann haben wir die Kirchenbücher. Wir haben ja in Köln sehr viele Kirchen und dementsprechend auch Kirchenbücher. Es gab im alten Köln über 160 Kirchen, Stiftskirchen, Klosterkirchen, Kapellen und so weiter. Also ein reicher Fundus in dem Bereich. Köln hat auch seit 1797 erste Einwohnerverzeichnisse. Diese Einwohnerverzeichnisse laufen hier unter dem Stichwort Adressbuch. Aus diesen Einwohnerverzeichnissen lässt sich natürlich auch eine reichhaltige Quelle erschließen, die man dann vergleichen kann mit Kirchenbüchern und anderen Dokumenten. So, hier unten das Projektteam, die beiden Vereine COMCEN und die Westdeutsche Gesellschaft für Familienforschung sind Projektpartner, die hier mitmachen. Die meisten am Kölner Stammtisch sind eigentlich alle Mitglied in diesen beiden Vereinen. Als offizielle lokale Time Machine sind wir im Frühjahr bei dem Time Machine Projekt mit aufgenommen worden und aufgelistet. Und wir freuen uns, dass wir dort eben mit in diesem großen EU-Projekt uns aufhalten dürfen. Gucken wir uns die Webseite mal an. Hier oben ein Menü. Und wir sehen hier unter dem Punkt Geschichte
die vier Epochen. Zu den Epochen gibt es Unterseiten. Die spare ich mir jetzt mal. Aber was interessant ist, ist der Punkt, die Kategorie der Orte. Unter Orten ist hier eine ganze Menge aufgelistet. Wenn man zum Beispiel sich die Stadt Köln ansieht, dann sieht man auf der Seite ein Infoband, in dem Köln, die Stadt Köln aufgelistet wird mit der Fläche, mit den einzelnen Stadtbezirken, mit den neuen Stadtbezirken. Und wir sehen hier in der Infotafel dann immer einen Auszug aus dem Stadtplan. Kurze Beschreibung zu der Seite und einige Links dazu. Wenn ich hier auf den Stadtplan gucke, dann kriege ich entsprechend immer weiter aufgelistet. Zum Beispiel hier habe ich jetzt angesteuert den Bereich Innenstadt. Wir sehen hier, was zur Innenstadt gehört. 5 Stadtteile aus der Altstadt, Neustadt und Deutz, der Bereich Deutz, gehören zur Innenstadt. So kann man weiter durchgehen. Man kann dann zum Beispiel zur Altstadt Süd gehen, sieht, was ist in der Altstadt Süd, was gehört da, wo liegen die Grenzen. Und so könnte ich dann weitergehen. Gucken wir uns nochmal die Orte weiter an. Das waren also Stadtbezirk, Stadtteile. Es gibt Schreinsbezirke, die alten Schreinsbezirke von um 1288, 1280 sowas. Und ich gehe jetzt mal weiter auf die Straßen und Plätze. Hier sehen wir die Auflistung aller Straßen. 5583 Straßen gibt es im Moment in Köln. Und ich könnte jetzt mir irgendeine Straße raussuchen. Ich suche mir mal eine Straße, das sogenannte alte Grabengässchen. Der alte Graben taucht in vielen Dokumenten auf, steht immer was vom Wohnung hinter dem alten Graben, am alten Graben. Gibt es also unterschiedliche Bezeichnungen. In der heutigen Stadtkarte findet man das alten Grabengässchen. Und der alte Graben ist hier damals hier weitergegangen, ist heute unter dem Namen Eintrachtstraße und Kardinal-Frings-Straße. Also was im alten Graben heute noch da ist, ist dieses kleine Gässchen. So, ich habe eine kurze Beschreibung zu dem alten Grabengässchen und es sind hier Hausnummern da. Weiter finden wir auf der Seite eine Hausnummernvergleichstabelle. Wir erinnern uns, Köln ist ja kurzzeitig in französischer Hand gewesen, französischer Besatzung. Und da wurden unter Napoleon alle Hausnummern neu sortiert, neu nummeriert. Jedem ist bekannt die Nummer 4711. Und wir sehen hier zum Beispiel im alten Graben die 3604 und so weiter. Das sind die Nummern aus der Franzosenzeit. Nach der Franzosenzeit sind die französischen Hausnummern verschwunden und es sind neue Nummern entstanden. Deshalb macht es Sinn, dass man hier so eine Vergleichstabelle einbaut. Die Vergleichstabelle findet man im Einwohnerverzeichnis von 1822. Ich sehe also hier überall, wenn ich ein Dokument habe, wo die französische Hausnummer drin ist und was ist heute die Hausnummer oder nach der Franzosenzeit, dann kann ich das hier gegenüberstellen. Die Dokumente sehen zum Beispiel so aus, das Einwohnerverzeichnis 1797-98. Hier kann man also in dem Buch sich die ganzen Hausnummern angucken, von 1 bis 7000. Und man sieht hier dahinter dann, welche Leute in der einzelnen Hausnummer gewohnt haben. Und man sieht dann auch, was haben die für einen Beruf gehabt. Also Kleingräber, Vergolder, in Spezereien gemacht, in Spezerei und Fischen. Das war also ein Händler und so weiter. Ein Kammerassessor, Verwalter, Kornschreiber, Bierbrauer, Orgelmacher, also Schneider, Fassbinder, Tabakspinner, Bäcker, Nagelschmidt, also alles, was es früher so gegeben hat, kann man aus diesem sehr interessanten Einwohnerverzeichnis sich angucken. Dann sieht man,
in dem Adressbuch 1822. Das Buch braucht man, wenn man zum Beispiel die Straße sucht und sucht jetzt hier alte und neue Nummern. Also diese Vergleichstabelle, die ich eben gezeigt habe, ist aus diesem Buch. Adressbuch 1822 ist hinten dran angehängt, nach Straßen aufgelistet, diese Vergleichstabelle. So, und dann geht es weiter mit Adressbüchern. Ich zeige das auch gleich mal, neuere Adressbücher. Das wäre jetzt eins von 1854. Da sehen wir die Straße. Wir sehen den Polizeibezirk, wo es dazugehört hat, den Gerichtsbezirk. Wir sehen die wichtige Angabe, die Klosterstraße zum Beispiel hat zur Pfarre St. Severin gehört und Hausnummern dazu und welche Leute da drin gewohnt haben. Ja, also auch eine sehr interessante Quelle, die dann alle untergebracht werden auf dieser Webseite. Wie das aussieht, habe ich hier jetzt Pfarreizugehörigkeit. Da sehen wir zum Beispiel das alte Grabengässchen. Bis 1802 gab es die Pfarre St. Maria Ablass. Die ist dann abgerissen worden in der Säkularisation bei den Franzosen. Und danach hat es die Pfarre St. Gerion gegeben und die Pfarre St. Ursula. Dann gibt es eine wichtige Quelle, die mag ich kurz zeigen. Das sind die sogenannten Kräuterkarten. Hat einen Herrn Franz Kräuter gegeben. Der hat aufgelistet über 100 Kräuterkarten. Die sind im historischen Archiv zu finden. Also aufgelistet in jeder Karte, welche Pfarrei dort zu finden ist, welche Straßen, welche wichtigen Gebäude da sind. Wie sowas aussieht, zeige ich mal. Ich habe eine Kräuterkarte mal aufgemacht. Das sieht also so aus, das ist so ein gezeichneter Plan, wo der Franz Kräuter aufgezeichnet hat, das ist also eine Straße mit einigen Querstraßen. Das ist die sogenannte Breite Straße, habe ich hier eine Karte. Breite Straße ist vielleicht bekannt hier in Köln und einige Querstraßen. Und was interessant ist, er hat die Häuser perspektivisch gezeichnet, also immer von jeder Seite, wo man auf die Karte guckt, sieht man perspektivisch die Häuser relativ gut gezeichnet, so wie die früher ausgesehen haben. Also der hat sich sehr viel Arbeit gemacht und hat dann farbige Markierungen in den Straßen. Die farbigen Markierungen sind wichtig. Da sehen wir nämlich die Breite Straße, dieser Abschnitt war verwaltet von drei Pfarreibezirken, also St. Columba, St. Aposteln und St. Christoph. Das sind die drei Pfarreibezirke. Und wir sehen hier hinten St. Christoph oder Aposteln, das ist das rote hier, Aposteln. Dann hier die große breite Straße gehört St. Columba. Und hier das letzte Endstück war St. Christoph schon. Da geht es dann weiter. So, was haben wir noch auf diesen? Wir sehen hier eine ganze Menge Anmerkungen. Wir sehen zunächst mal Anmerkungen hier zu den einzelnen Häusern. Also hier, welche Leute haben da drin gewohnt? Das hat er sich rausgesucht aus alten Dokumenten. Hier 1770 hat also hier Apostelpfarrei und. Alles penibel genau aufgezeichnet, wer da in den Häusern drin war und wo es Quellen gab, hat er da auch teilweise schon was hingeschrieben. Dann sehen wir weiter an den Häusern. Wir sehen hier eine Hausnummer 132 und wir sehen hier eine Nummer 4203. Da klingelt sofort bei uns 4203, das ist die französische Hausnummer, und 132, das ist die neue Hausnummer. Wenn wir jetzt suchen würden, ich spare mir das jetzt mal, dann findet man in dem Einwohnerverzeichnis unter der Nummer 4203 einen Einwohner zu diesem Haus. Wenn man später in Adressbüchern guckt, dann suche ich natürlich nach der 132 und finde dort die Einwohner. Wenn ich hier die Hausnummer 126, wenn man sich das mal anguckt, dann findet man da zum Beispiel einen Hinweis, dass das Im Esel ein Brauhaus war. Im Esel, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, Breite Straße, Kölner, die wissen,
Die kennen den Esel heute als den Namen unter dem Namen zum Bieresel. Und Bieresel ist, wir haben Oktober. Wenn man jetzt in den Bieresel gehen würde, dann würde man da hervorragende Miesmuscheln bekommen. Das ist eigentlich die Kneipe, wo man weiß, da gehen die Kölner hin, um Muscheln zu essen. In der Zeit, wo es Muscheln gibt. Also immer die Monate jetzt September, Oktober, November, Dezember. Da gibt es hier Muscheln. Also das Brauhaus im Esel, erste Erwähnung schon 1438. Und dann gab es später einen Herrn Wels, das war ein Bierbrauer, ein Braumeister und der war sogar ein Senat und Bannerherr der Brauerzunft. Also das war quasi der Chef der Brauerzunft, dem hat hier das Haus gehört. Also so kann man eine Geschichte zu den einzelnen Häusern machen. Wie bringen wir das denn jetzt unter? Auf unserer Webseite. Wenn ich auf der Webseite weiter gucke, also hier noch kurz, wir haben hier noch drei Pläne, die haben wir vor wenigen Wochen erst bekommen vom Historischen Archiv. Das sind Katasterpläne. Im Historischen Archiv gibt es eine Sammlung an Katasterplänen, sogenannte Brüllonkarten aus dem Jahr 1828. Wenn ich so eine Karte mal aufmache, dann sehe ich da, das ist eine Handskizze, die aber sehr genau, relativ genau gezeichnet worden ist, sogar einen eingenordet ist. Wir haben die jetzt mal georeferenziert, einige Karten. Das ist ein Paket von 53 Einzelkarten. Das heißt also, die ganze Stadt ist zerschnitten in 53 solcher Karten. Und da sieht man dann auch natürlich viele Geokoordinaten hier drin mit Tabellen. Da muss man sich mit beschäftigen. Wir sind noch nicht dahinter gekommen. Aber wir haben probiert, die Karten einzunorden mit einem Online-Tool. Kann man die Karte einnorden? Und das werden wir, das haben wir uns vorgenommen, das werden wir machen mit allen 53 Karten und die bei uns dann auch mit einbinden. Dann kann man hier nämlich sehen, in diesen einzelnen Straßen, da stehen die Hausnummern dabei. Die Hausnummern, also nach der Franzosenzeit. Genau diese Hausnummern, die wir in der Tabelle haben, würde man dann hier in den einzelnen Straßen wiederfinden. Also von daher auch ganz wichtige Dokumente, die wir bekommen haben. So, weiter geht es. Dann haben wir aus der Seite offene Daten der Stadt Köln, kann man online abrufen, die aktuellen Adressen, die es gibt. Also es gibt im Moment zum Alte Grabengässchen, die Straße existiert ja heute, da gibt es 19 Häuser, aufgelistete Häuser mit den Koordinaten. Die werden automatisiert über ein Tool im Hintergrund abgerufen von der Stadt Köln und die sind hier aufgelistet. So, wir gucken uns weiter um. Wir wollen ja die Hausgeschichte machen. Wir sind also jetzt aufgezeichnet, also erstmal Informationen zu der Straße noch. Straße ist auch bekannt für ein Viertel, wo ein relativ verrufener Winkel der Stadt, wo also Henker sich aufgehalten haben, gewohnt haben, Dirnenabdecker, Kloakenreiniger, die sogenannten Goldgräber. Dies sind unehrenhafte Berufe und die sind hier hinter der alten Stadtmauer untergekommen, haben hier gewohnt am Stadtrand. Wir gucken uns mal die Hausnummer 1 an und machen die Seite auf. Und dann ist hier zunächst mal eine Tabelle zu finden, aufgelistet nach den Einwohnerverzeichnissen und Adressbüchern. Das Einwohnerverzeichnis von 1797 hat ein Andreas Erwin gewohnt und seinen Beruf, den ich dort aus dem Buch entnommen habe. Dann kann man weiter gucken, wer hat weiter gewohnt, Eigentümer und so weiter. Noch nicht alles fertig. Hier ist also noch viel Platz für Leute, die gerne eingeladen sind, mitzuhelfen und diese Tabellen mit auszufüllen. Die Adressbücher liegen alle vor. Wer mithelfen will, möge sich melden und bekommt dann die entsprechenden Unterlagen. Wir gucken uns mal an, was ist eigentlich ein Gerris Schürger? Schürger sind Leute, die Karren fahren, Karren schieben.
Und es hat da in der Gegend sicher viele Leute gegeben, die Karren schieben mussten, die sich also da für solche Arbeiten ihren Lebensunterhalt verdient haben. Karrenschieber, auch größere Karrenschieber, die dann natürlich auch gebraucht wurden, um Tierkadaver, die Abdecker, um die Tierkadaver wegzubringen und Henker und so weiter. Also Leute, die da immer mit solchen Dingen beschäftigt waren. Es gibt heute im Bergischen Land noch in einigen Ortschaften das sogenannte Schürreskarrenrennen. Und da habe ich ein Bild eines Denkmals gefunden in einem Ort im Bergischen Land. Das wäre also so eine einachsige Karre. Das sind die Karrenschieber, der Beruf des Karrenschiebers. Was Gerris in dem Zusammenhang, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn jemand da weiß, kurze Info, ich würde mich freuen. Der ist fürs Gericht gefahren. Ach so, der ist fürs Gericht gefahren, ein Gerichtskarrenschieber. Gut, alles klar, danke. Nee, das glaube ich nicht. Gerris wird nicht Gericht sein. Ich guck mal nach. Ja, dann haben wir hier einen Link zu einem Andreas Erwin. Und wenn ich da drauf gehe, dann komme ich auf eine Webseite, über die uns der Tobias nachher einiges erzählen will. Ich will nur zeigen, das ist also eine Schnittstelle zu diesem Projekt, die Einwohner Kölns. Da finden wir den Andreas Erwin. Der ist schon erfasst auf der Seite und auch seine Wohnung ist hiermit erfasst, Altengrabengässchen Nummer 1 und natürlich auch seine gesamte Familiengeschichte mit Stammtafeln. Da hören wir gleich was zu. Also wenn ich hier auf den Link gehe, dann komme ich wieder zurück hier auf die Seite. Das sind also die Schnittstellen, so wollen wir das in Zukunft machen. So viel Verlinkungen, wie es geht, dass ich also von dem Einwohner auf seine Wohnadresse komme oder von der Wohnadresse, die ich hier aufgenommen habe, zu seiner Stammtafelseite. Ja, das im Schnelldurchgang jetzt mal soweit zu den Straßen. Also da ist die Seite Türmchenswald, wollte ich mal zeigen. Ist genauso aufgebaut, aber ich will jetzt auch mal zeigen, da sehen wir auch die Brillion-Karten und ich gehe jetzt mal hier dann auf den Link und ich komme in die Kategorie Kartensammlung, hier oben die Kategorie Kartensammlung und wir sehen hier, aufgelistet sind sehr viele historische Karten, die überblendet werden zu der Basiskarte OpenStreetMap. Diese Karten sind alle georeferenziert. Georeferenziert, das heißt, es ist die Mercator-Karte, ist die älteste Karte, die vernünftig auch und sehr penibel, genau und brauchbar von dem Mercator gezeichnet wurde und als Kupferstecher vervielfältigt wurde. Es gibt auch noch Originale hier im Historischen Archiv im Rathaus. Und wir sehen, wir haben hier einen Schieberegler und wir können dann uns die Karten alle mit dem Schieberegler so übereinander schieben, dass man sieht, wo hat denn früher mal das Türmchenswall. Das war hier an dem Wall, an dem Wallgraben. Das ist also die alte Stadtmauer. Und da gibt es ein kleines Türmchen an dem Rand der Stadtmauer zum Rheinufer hin. Und wir sehen hier den Verlauf der Straße, so wie die Straße heute ist. Das ist nämlich, die Daten hier sind von der Seite offene Daten der Stadt Köln übernommen, sind also genau hier eingezeichnet, wie der Türmchenswall verläuft heute. Und eingenordet die Mercator-Karte, dann sehen wir relativ genau, hat der Mercator seine Karte damals schon gezeichnet. Und wir können uns dann angucken, wie hat sich die Stadt denn entwickelt. Wenn ich mal zum Beispiel den Artilleriehauptmann Reinhard, der auch eine Karte fürs Militär gezeichnet hat, der sogenannte Reinhard-Plan, da sehen wir auch hier Türmchenswall, funktioniert sehr gut. Auch diese Karte ist sehr gut georeferenziert. Und wenn wir weitergehen in eine Karte 1815, dann sehen wir auf einmal, was hat sich hier an der Stadtmauer getan.
Die Stadt Köln hat sich einen sogenannten Sicherheitshafen hier hingebaut. Das heißt also, um sich auch vom Rhein her zu verteidigen, wurden hier Schiffe stationiert und man brauchte dazu dann einen Hafen, der auch geschützt war, um die Schiffe dann auch vom Wasser her zu schützen, beziehungsweise als sie schnell hier rauskamen, um die Stadt dann von der Seite her zu verteidigen. Das ist der Sicherheitshafen. Der ist also zur Preußenzeit entwickelt worden. Wir gucken weiter, 1836 sehen wir den auch noch. Ist er noch hier? Wenn wir weiter gucken, 1891 sehen wir auf einmal hier grün. Aha, kein Hafen mehr. Was ist grün? Wenn wir uns jetzt hier genau umgucken, dann sehen wir in der heutigen Zeit auch eine Grünanlage. Das ist der Ebertplatz und das ist der Ebertpark mit einem Teich, der zurückgeblieben ist. Das ist also der letzte Rest aus diesem Hafengelände. Und so kann man sich über diese ganzen Karten informieren, wie hat sich denn die Geschichte entwickelt, bis hin, dass ich dann heute mir dann auch die Original-Satellitenansicht mit hier ansehen kann. Das sind die Karten. Wir haben vor, noch weitere Pläne hier unterzubringen und vor allen Dingen die georeferenzierten Brüllon-Karten. Und Versuche sind auch schon gemacht worden mit den Kräuterkarten, dass man das hier vielleicht alles mit einbinden kann. Das sind also Dinge, die für die Zukunft noch geplant sind. Weiter vielleicht ganz kurz, was gibt es denn noch? Übersichten an Quellen, die für den Familienforscher interessant sind. Quellen erforschen, welche Quellen sind da. Also hier will ich jeden auffordern, einfach mal zu gucken, zu stöbern. Es gibt eine Menge schon da. Und ein kleiner Hinweis noch auf der Hauptseite ist eingebaut unten. Wer also mithelfen will, wer mitmachen will in dem Team, der Tobias wird nachher was berichten über den anderen Bereich. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten der Mithilfe. Und auch hier gibt es eine Seite. Hier ist dann immer aufgelistet, welche Möglichkeiten es gibt, um mit dem Team zusammen die Seite weiter auszubauen und zu ergänzen. So, das von meiner Seite. Und ich würde dann an den Tobias übergeben. Wenn Fragen sind, können wir vielleicht am Schluss machen, sodass dann der Tobias jetzt übernehmen kann. Ja, da übernehme ich gerne. Genau, also ich wollte darüber reden, eine Stadt lebt natürlich von den Bewohnern oder genealogisch für Familienforscher ist natürlich vor allem die Einwohnerschaft der Stadt Köln interessant. Köln ist natürlich ganz wichtig. Ich habe nur ein paar Sachen zusammengeschrieben. Das wissen sicherlich die meisten auch. Köln ist die größte Stadt nördlich der Alpen im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit. 40.000 Einwohner listet das französische Einwohnerverzeichnis von 1800 auf. Man schätzt, dass es vorher auch sich immer in diesem Rahmen ungefähr bewegt hat, die Einwohnerzahl, also seit dem Spätmittelalter. Köln ist entsprechend wichtig für die rheinische und deutsche und europäische Geschichte und hat ganz viel Verbindung zum weiteren Umland. Es gibt ganz viel Zuwanderung aus dem größeren Bereich, also natürlich häufig aus der Eifel, aus dem Bergischen Land, vom Niederrhein, aus dem belgisch-niederländischen Raum. Es gibt viele Kontakte zwischen den Städten. Mir ist schon aufgefallen, es gibt unglaublich viele Franzosen und Italiener in Köln im 18. Jahrhundert. Und Köln ist bekanntlich ja sehr gut dokumentiert oder die Einwohner sind sehr gut dokumentiert durch die Schreinsbücher, die Turmbücher, Ratsprotokolle, Kirchenbücher seit dem späten 16. oder frühen 17. Jahrhundert. Und eigentlich könnte man alte Kölner Familien, also vor allem diejenigen, die noch Grundbesitz haben oder Amtsträger waren, Kaufleute waren, über die Kirchenbücher hinaus bis weit ins Spätmittelalter zurückverfolgen. Das Problem kennen sicherlich diejenigen, die mit Köln schon mal gearbeitet haben. Wir haben über 20 Kirchen mit eigenen Kirchenbüchern, dabei sehr, sehr große Pfarreien wie St. Columba, St. Apostel, St. Martin, St. Brigiden. Dann eine Reihe von Sonderpfarreien für bestimmte Personengruppen,
Also St. Maria im Pesch für Domangehörige, St. Maria im Kapitol für Stiftsbedienstete. Wir haben allerdings, und das ist das Problem, rund 220 Bände Kirchenbücher bis 1800. Und ich denke, da können sich die meisten schon vorstellen, was das bedeutet. Es sind insgesamt, ich habe das mal überschlagen, wahrscheinlich ungefähr 400.000 Tauf- und Traueinträge in den Kölner Kirchenbüchern. Ich schätze über 200.000 Sterbeeinträge. Also das ist eine gigantische Datenmenge jetzt verglichen mit einer Pfarrei auf dem Land. Wenn jemand ein Ortsfamilienbuch macht, ich habe mal geschaut, wo manchmal Angaben dazu gemacht werden, da geht es dann oft um irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Einzeleinträgen, also Tauf-, Trau- und Sterbeeinträgen. Köln ist deswegen für die Genealogie ziemlich schwierig. Ist klar, man hat über 20 Pfarreien, die liegen teilweise nah beieinander. Wir haben das eben gesehen, innerhalb einer Straße sind da unter Umständen drei verschiedene Pfarreien zuständig. Wenn jemand nur sehr wenig in der Stadt umgezogen ist, dann landet er aber möglicherweise doch in einer anderen Pfarrei. Dann haben wir eben die große Menge an Kirchenbüchern. Gleichzeitig sind die Kölner Kirchenbücher nicht so wahnsinnig informationsreich. Also wer schon mal mit Kirchenbüchern, vor allem aus dem Bereich der Österreich oder von der österreichischen Gebiete gesehen hat, Schlesien oder Böhmen, wo teilweise immer noch die Eltern und die Großeltern des Kindes bei der Taufe genannt werden. Da ist Köln schon sehr sparsam, auch was Berufs- oder Herkunftsangaben angeht. Und vor allem sind die Personenbezeichnungen zumindest im 17. Jahrhundert außerordentlich variabel. Ich habe hier ein konkretes Beispiel, da habe ich einen gefunden, der heißt sowohl Anton Schreiber als auch Tonnes Schriever, als auch Antonis Schrieber von Mundorf und Tonnes von Mundorf. Und das ist klar, man hat den einen Namen, man kommt nicht unbedingt drauf, dass Anton Schreiber derselbe ist wie Tonnes von Mundorf. Vor allem dann auch, wenn seine Frau abwechselnd Entgen von Mülheim, Anna Kellersch, Entgen Kellersch und Engen Müllem heißt. Also offenbar hieß sie Keller und stammte aus Mülheim. Dann haben wir zumindest so bis 1650 auch immer wieder Berufsbezeichnung statt Familiennamen. Der Stammvater einer sehr verbreiteten Abdeckerfamilie, Cornelius von Honnef, der taucht bei einer Taufe seines Kindes, heißt er Nellis Goldgräber, weil Goldgräber eben die Bezeichnung für den Abtrittreiniger war. Und auch da, dass Cornelius von Honnef und Nellis Goldgräber identisch ist, das sieht man nicht unbedingt direkt. Und dann gibt es im 17. Jahrhundert auch dauerhafte Namensänderungen. Johannes Rolzhofen stammt von einem Halfenhof in Godorf und hat Kinder, die in Köln getauft werden. Da heißt er dann allerdings nicht Johannes Rolzhofen, wie er sonst heißt, sondern er heißt Johannes von Godorf, weil er eben dort wohnt. Das führt dazu, dass man zumindest im 17. Jahrhundert oder vor allem im 17. Jahrhundert die Identität von Personen und familiären Zusammenhängen eigentlich nur erkennen kann, wenn man die Familienbücher insgesamt auswertet. Ich glaube, wer nur gezielt die eine Taufe oder Heirat sucht, der wird da häufig die Nadel im Heuhaufen suchen und nicht unbedingt Erfolg haben, weil möglicherweise der Eintrag zwar vorhanden, aber eher als solcher oder eher als der gesuchte Eintrag nicht unbedingt erkennbar ist. Das heißt, eigentlich bräuchte man für Köln so etwas wie eine Gesamtdatei. Und das passt natürlich auch zu der Time Machine Köln, denn das eine ist natürlich, dass man die Stadt und die Entwicklung der Stadt und der Gebäude und so weiter sieht, aber dazu gehören natürlich auch eben die Menschen. Ja, eigentlich müsste man an der Stelle schon sagen, wir brauchen es gar nicht anzufangen, denn 220 Bände und eine 500.000 Kirchenbucheinträge, das ist natürlich schon eine ziemliche Hausnummer. Aber ich denke, man kann das trotzdem angehen. Wie weit man kommt, wird sich dann zeigen. Denn es gibt ja eine wesentliche Vorarbeit. Es sind fast alle Taufen und Heiraten bei Family Search, also umgangssprachlich bei den Mormonen, in der Datenbank schon vorhanden. In den letzten, ich weiß es nicht, 20 Jahren oder wann sind da wirklich fast alle Kölner Tauf- und Heiratsbücher entsprechend erschlossen worden. Da sind natürlich die bekannten Probleme drin. Da sind Lesefehler von nicht-muttersprachlichen Abschreibern. Ein Elelchior, den kann man unschwer als Melchior erkennen, aber wenn man danach sucht, dann findet man natürlich den Melchior nicht. Und Deltgen ist offensichtlich Öltgen und meint Adelheid. Und Denzburg ist eigentlich ganz seltener Verleser für Duisburg oder Duisburg. Dann sind in der Family Search Datenbank die Formen
so wie sie im Kirchenbuch sind. Das heißt, der Johann, der steht als Johannes, Johannes, Johannem, Joem, Joes, Hans, Hans und so weiter da drin. Das heißt, da haben wir unter Umständen ein Dutzend Formen für einen einzigen Vornamen. Da sind manchmal sonstige Angaben missverstanden. Wenn dann plötzlich Miles der Familienname ist, dann ist ja Miles offensichtlich da eher die Berufsbezeichnung. Es fehlen die Paten und Trauzeugen. Und in der Datenbank von Family Search sind es eben nur Einzeldaten, also der Name des Kindes, Datum, Vatersname, Muttersname. Es sind aber die Familien nicht zusammengeführt. Und manchmal findet man dann auch sonstige Pannen. Also ich habe festgestellt, in St. Martin ist für etwa 20 Jahre ziemlich systematisch statt der Kindsmutter eine Taufpatin eingetragen. Ich habe mich erst gewundert, warum da zwischen 1600 und 1620 alle Männer grundsätzlich 10 verschiedene Ehefrauen haben innerhalb von 15 Jahren, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass da offensichtlich ein systematischer Lesefehler drin liegt. Trotz dieser Probleme sind die Daten aber natürlich vorhanden und sie sind nutzbar. Denn ich würde sagen, lieber 400.000 Daten zu taufen, auch wenn 2% oder vielleicht sogar 5% fehlerhaft sind, wobei die Fehlerquote meiner Ansicht nach irgendwo 1-3% sind. Das heißt, lieber 400.000 Taufen und wir nehmen in Kauf, dass da vielleicht 8.000 Taufen von insgesamt mehr oder weniger fehlerhaft sind. Irgendwas völlig falsch gelesen, aber man hat eben doch eine sehr große Menge dann auch an Daten, mit denen man gut arbeiten kann. Und bei Stichproben, die ich jetzt schon mal im Kirchenbuch von Maria Ablass gemacht habe, da sehe ich eigentlich jetzt nicht so ganz große Probleme. Durch automatisierte Bearbeitung und Nacharbeit lassen sich außerdem Fehler erkennen. Also den Elelchior, den kann man ziemlich unschwer als ein Melchior erkennen und entsprechend korrigieren. Und den Senarinus kann man auch schnell in einen Severin machen. Da muss man eigentlich gar nicht den Kirchenbucheintrag selber nochmal überprüfen. Da ist schon klar, was vorliegt. Oder wenn in einem Ehepaar der Ehemann 6-mal Gottschalk Pesch und 1-mal Gottschalk Tesch heißt, dann ist da auch relativ oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass eben das eine Mal Gottschalk Tesch entweder im Kirchenbuch verschrieben ist oder der Abschreiber hat eben Tesch statt Pesch gelesen. Oder wenn man konkretes Beispiel aus St. Martin, ein Ehepaar 5-mal Hartmann Mäusken und Anna von Vielich und 1-mal ist es Hartmann von Odenthal, der mit Anna von Vielich ein Kind hat und diese 6 Taufen sind also im schönen 2-Jahres-Rhythmus und der eine Hartmann von Odenthal ist irgendwo mittendrin, sodass man da eben sehen kann, dass offensichtlich der Hartmann Mäusken auch schon mal Hartmann von Odenthal heißt, wahrscheinlich weil er eben von dort kommt. Ich wage deswegen die These, dass man auf der Grundlage der Daten von Family Search, wenn man die automatisiert verarbeitet und dann nochmal gründlich manuell sie auch durcharbeitet, am Ende sogar eine Steigerung noch der Datenqualität hat. Also zumindest so die ganz offensichtlichen Fehler kann man herausfiltern und man kann eben vor allem häufig auch Personen identifizieren, die unter mehreren Namen auftreten und dann entsprechend zusammenführen. Deswegen, ich habe es hier extra groß geschrieben, es wäre richtig gut, wenn sich eine Reihe von Leuten finden würden, die in welcher Weise auch immer sich daran beteiligen würden, diesen, denke ich, großen Schatz an Daten, der schon vorhanden ist, zu erschließen. Ich erkläre kurz, wie ich bis jetzt vorgegangen bin. Ich habe es unten hingeschrieben. In der Datenbank, die ich gleich auch nochmal zeige, sind jetzt schon 56.000 Personen erfasst. Das sind in der Regel vollständig die Taufen und Heiraten aus St. Paul, Maria Ablass, Maria im Pesch, Maria im Kapitol, Maria Lüskirchen, Gerion, Cecilia, Johann Evangelist und St. Georg. Wer sich auskennt, sieht sicherlich, das sind mit St. Paul und St. Maria Ablass zwei mittelgroße Pfarreien, mit Maria Lüskirchen auch eine eher größere Pfarrei, aber eben auch mehrere erstmal von den kleinen Pfarreien, denn da habe ich auch erstmal jetzt in den letzten 3 Monaten so geschaut, wie man rangehen kann und welche Abläufe und welche Automatisierung da grundsätzlich möglich ist. Ich bin bis jetzt so vorgegangen, einmal die Daten von Family Search nach Pfarreien sortiert im Excel-Format zu speichern. Dann habe ich Makros geschrieben, die diese Daten zunächst
im Grunde automatisch aufbereiten, die also zum Beispiel aus allen Johannes, Johannes, Johannem, Joem, Joes, Hans, Hans und so weiter immer Johann machen. Und die aus Mergen Maria, Maria, Mariä und so weiter immer Maria machen. Und aus Adelheid, Adelheidis, Adelheidem, Öltgen, Olletgen, Ollet, jeweils die Adelheid. Und wenn man auf diese Weise schon mal diese ganzen, ja, teilweise Dialekt- und Standardformen vereinheitlicht, aber eben auch die grammatischen Formen vereinheitlicht, dann schnurrt die Vielzahl von unterschiedlichen Namen schon so ein bisschen zusammen auf eine größere Übersichtlichkeit. Danach muss man aber nochmal auch als denkender Mensch durchgehen und da noch die Schreibweise vereinheitlichen, deswegen, weil dann das Programm, das die Daten in eine GetCom-Datei überführt, davon ausgeht, dass es sich immer dann um eine Familie handelt, wenn im Feld Name des Vaters und Name der Mutter exakt der gleiche Name steht, also nach Rechtschreibung oder Schreibweise eben auch genau identisch. Und das Ganze wird dann in die Datenbank eingespielt, die werde ich jetzt gleich auch zeigen. Es sind aktuell eben rund 56.000 Personendatensätze enthalten. Darunter sind sicherlich einige Doubletten, die eben noch nicht als identisch erkannt sind. Und im Moment, wenn ich abends Zeit habe, dann widme ich 20 Minuten St. Martin und habe da ungefähr die Hälfte bis jetzt der Daten durchgesehen. Das werden dann nochmal, ich schätze, so 40.000 Personendaten sein, die allein durch St. Martin kommen. Damit sind aber die großen Pfarreien Brigida und Columba und Aposteln und Kunibert eben noch gar nicht begonnen. Und das ist so ein Bereich, wo auf jeden Fall Mithilfe wünschenswert wäre. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich eine Reihe von Leuten finden, die einfach an dieser Aufbereitung der Daten in Excel mitwirken, dass man dann irgendwo in der Perspektive von einem Jahr oder ein bisschen mehr diese Konvertierung der Daten geschafft haben kann. Wenn sich wenig Leute daran beteiligen, dann dauert das natürlich länger. Später oder teilweise vielleicht auch parallel stelle ich mir vor, dass man einmal die wenigen Tauf- und Trauregister noch ergänzen müsste, die bei Family Search fehlen. Das ist zum Beispiel ein Taufbuch von St. Cecilia, von dem ich annehme, dass es nur einige Dutzend Taufen enthält, weil die heiraten nur, ich glaube, 20 oder 30 Stück sind in 50 Jahren. Das war auch so eine Sonderpfarrei. Sehr schön wären die Dispenserteilungen, weil die Kölner Traubücher teilweise recht spät anfangen. Da wäre es eigentlich so eine Aufgabe oder ginge es darum, die Dispense aus den gedruckten Generalvikariatsprotokollen, sofern einer der Ehepartner aus Köln stammt, zunächst einfach in Excel zu erfassen. Und dann ließe sich das anschließend nachher wieder automatisch ergänzen. Man müsste irgendwann die Sterberegister ergänzen. Es wäre sicherlich hilfreich, um Personenidentitäten festzustellen, wenn man da, wo man keine Angaben hat, jeweils hinschreibt, geboren um 1750 oder geboren um 1650. Man müsste dann mehrfach vorkommende Personen verschmelzen und dann eben auch über die Einzelfamilie hinaus die Generationen zusammenbringen. Und natürlich wäre es eigentlich wünschenswert, auch alle vorhandenen Daten aus Family Search an den Kirchenbüchern zu überprüfen und dann die fehlenden Daten zu ergänzen. Also die Taufpaten, eventuelle Berufe, Herkunftsangaben bei Heiraten, alles das, was eben fehlt. Und man kann dann eben auch weitere Quellen verknüpfen. Wir haben das eben schon gesehen. Man kann das Adressbuch oder die Straßendatei, die wir eben gesehen haben, miteinander verknüpfen. Und man kann eben auch Registen aus dem Kölner Stadtarchiv verbinden oder eben weitere Punkte dann noch dazu nehmen. Ja, das war so im Kurzen, wie es gehen könnte, dass man eine genealogische Datenbank mit den Einwohnern Kölns, ich sage zunächst mal bis 1798, eben weil da die Kirchenbücher aufhören, die im Archiv in Duisburg vorhanden sind, geht. Das lässt sich natürlich sowohl in Richtung Gegenwart noch ergänzen. Es lässt sich aber eben auch zurück nach hinten ergänzen. Es gibt ja die riesige Sammlung mit Genealogien Kölner Patrizier von Carina Kuhlbach-Fricke.
Wir haben die Ratsherrenverzeichnisse, die Bürgermeisterlisten, die Sammlung von der Ketten. Dann haben wir im Stadtarchiv wahnsinnig viele Testamente. Dann die angesprochenen Schreinsbücher, die ganz viele Personendaten enthalten. Also man kann da sicherlich die nächsten 100 Jahre sich damit beschäftigen und da eine Quellengattung, eine Quellensorte nach der anderen dann in diese Datenbank zusätzlich reinnehmen. Ich würde dann gerade einmal vielleicht zu der Datenaufbereitung zeigen, einfach nur als ein Beispiel, wie das aussieht, um was es geht. So, ich hoffe, jetzt sieht man eine Excel-Tabelle. Das ist jetzt aus der gerade in Arbeit befindlichen Datei für St. Martin. Hier in der Spalte P, die Datei ist nach dem Namen des Vaters sortiert. Man sieht, es ist nach dem Vornamen, so wie die Daten in das Datenfeld eben eingetragen sind. Hier daneben ist die Spalte, wo der Name der Mutter steht. Weiter links das Taufdatum und hier das jeweils getaufte Kind. Die Datei ist hier alphabetisch sortiert und ich habe das zur Verdeutlichung einmal farbig hervorgehoben. Hier haben wir einen Block Gottschalk Deutz und Anna Gertrud Fladen. Und da sehen wir, die ist auch nachdem das schon so halb normalisiert ist, Fladen, Fladens, Fladens und dann nochmal Fladens mit Doppel-S geschrieben. Und es handelt sich ja offensichtlich um ein Paar. Wir sehen hier, die Kinder sind in den 1680ern alle getauft, damit man nachher automatisch erkennen kann, das ist ein Ehepaar, muss man mit der Maus in dem Fall am einfachsten einfach runterziehen, sodass dann auf beiden Seiten identisch die Namensform sind. Dann haben wir hier Gottschalk Jansen, einmal mit einem S, einmal mit zwei S. Oder hier das Beispiel, das ich eben hatte. Wir haben hier Gottschalk Pesch sechsmal. Wir haben Gottschalk Tesch einmal. Man sieht hier an dem Datum 1653 und an dem Vornamen Agnes. Das ist offensichtlich die gleiche Frau wie hier Gottschalk Pesch und Agnes Hagen 1647, der dann eine zweite Ehe eingegangen ist. Und dann ging es eben dann darum, hier auch wieder mit Copy and Paste oder mit der Maus diese Namen in der Spalte zu vereinheitlichen. Und auch hier bei Gertrud Kopp or Pesch, da steht, ne, es ist Englisch, steht sicherlich im Kirchenbuch als Mutter Gertrud Kopp, Kondikta Pesch oder dergleichen. Und der Transkribierer für Family Search, der hat eben dann eben beide Namen mit einem Or gleich oder übernommen. Das heißt, da könnte man hier einmal mit zwei Mausklicks oder Tastaturbedienungen den Namen Kopp auch vereinheitlichen. Und hätte danach eben die Möglichkeit, dass dann automatisch erkannt wird, identisch, identisch, das ist der Block für eine Familie. Dasselbe hier, da sieht man hier Gumbert, Wienest, Weinest, von Weihest, Neuhausen. Hier ist einmal die Christina als Kirstina falsch geschrieben worden, dann einmal als Christine, ansonsten Christina. Auch da müsste man eben wieder die Christina nehmen und auf dieser Seite vereinheitlichen. Und entsprechend, ich habe das hier so durch die Farben einfach verdeutlicht, um zu zeigen, dass da die zusammengehörigen Personen in der Regel blockweise erscheinen und sich mehr oder weniger geringfügig durch die Schreibweise unterscheiden. Hier Schiebahn, Scheifbahn, Schiefbahn gehört offensichtlich zusammen, weil eben die Ehefrau auf der rechten Seite identisch ist. Manchmal, ich gehe mal runter, verteilt es sich dann so etwas weiter. Da haben wir hier Heinrich Bechem und Katharina Fröhlich in verschiedenen Schreibungen und 10 Zeilen später ist es dann noch Heinrich Bechen mit N am Ende, der dann entsprechend später erscheint, aber wieder Katharina Fröhlich, dass man auch hier dann erkennt, das ist offenbar eine Familie und dasselbe wiederholt sich auch hier Heinrich Bechem und Cordula Lechenix und dann hier nochmal Heinrich Bechen und Cordula Lessenix und einmal auch noch Heinrich Becher und Katharina Kronberg, die auch hier gut 10 Zeilen vor sind. Das ist natürlich vom Computer jetzt nicht automatisch farbig markiert, sondern das habe ich jetzt hier markiert zur Veranschaulichung. Und da wäre es eben eine wahnsinnig große Hilfe, wenn sich jemand finden würde oder auch 5 oder 10 Leute finden würden, die eine solche Excel Datei eben durchgehen würden und mit dem Menschenverstand zuordnen, welche Personen sind offenbar identisch und wie kann man sinnvoll die Namensformen vereinheitlichen.
Okay, und jetzt wechsle ich nochmal das Bild. Und so sieht das Ganze aus. Einige haben sich das vielleicht schon angeschaut, die Startseite kölnerbürger.de. Das ist realisiert mit dem Programm TNG. Und man kann die Seite ohne jede Anmeldung benutzen. Sie ist also grundsätzlich frei zugänglich. Man kann hier suchen. Man kann sich einen Benutzeraccount anlegen. Deswegen steht jetzt hier mein Name, weil ich jetzt mit meinem Account angemeldet bin. Und wer einen Benutzeraccount hat, der hat die Möglichkeit, auf einer Personenseite oder bei jeder Personenseite selber eine Anmerkung zu hinterlassen, die dann bei Horst Reinhardt und bei mir aufläuft. Und dann kann man dann schauen, inwieweit man diese Angabe dann oder die Ergänzung dann entsprechend berücksichtigen kann. Auch da wäre natürlich mein Wunsch für die nächste Zeit, wenn sich einige finden würden, die mit dem Programm TNG vertraut sind oder sich da so ein bisschen hineindenken, hineinarbeiten und da zum Beispiel auch so die Mitverwaltungsaufgaben übernehmen würden. Denn man kann sich vorstellen, dass da oder ich jetzt heute Nachmittag sind schon eine ganze Reihe von Hinweisen eingetrudelt und wenn dann irgendwann jeden Tag 10 oder 20 Hinweise zu einzelnen Personen kommen, dann ist natürlich schön, wenn das mehrere Leute sich angucken und nicht nur einer. Man kann hier ganz einfach nach Vorname oder Nachname suchen. Man kann also nach, weil ich mich mit den Scharfrichtern und Abdeckern was besser auskenne oder damit beschäftigt habe, kann man hier auf die Familie Goebbels oder Göppel kommen. Eberhard Göppel war der letzte Kölner Scharfrichter, zu reichsstädtischer Zeit der letzte Kölner Scharfrichter. Und hier sieht man schon die Zusammenführung zu einer Familie hat auf diese automatisierte Weise ganz gut funktioniert. Es sind 6 Kinder bei ihm gelandet und da ich mich mit der Familie schon mal beschäftigt habe, weiß ich auch, das sind erstmal alle Kinder, die in Maria Ablass zu finden sind. Man hat hier in TNG die Möglichkeit, sich die Person eben anzuschauen. Man kann über diese Reiter navigieren. Man kann die Familie sich anzeigen lassen. Man kann die Vorfahren, das sind bei ihm nicht so viele, doch es sind einige schon, die verknüpft sind, sehen. Man kann gegebenenfalls Nachkommen anzeigen lassen oder man kann hier, wie ich eben gesagt habe, auch zu jeder Person einfach einen Änderungsvorschlag eingeben, indem man zumindest seine E-Mail-Adresse angibt und dann hier kurz erklärt, was an der Person zu ergänzen oder zu ändern ist oder was da eventuell falsch ist. Bei einigen ist es schon recht weit fortgeschritten. Maria Ablass, wo ich mich so ein bisschen auskenne, habe ich nach dem Import schon versucht, einige Verknüpfungen über die Generationen hinweg zu erreichen. Und man sieht hier, mit etwas Glück würde man schon jetzt für eine Person, nach der man sucht, unter Umständen dann Verknüpfungen über mehrere Generationen hinweg erreichen. Diese Langen, Wesel, Tillmann, Honneff, Giese, das sind alles Familien, die vom frühen 17. bis zumindest um 1800 herum allesamt als Abdecker oder Scharfrichter oder Kloakenreiniger in Köln tätig waren und alle im alten Grabengässchen wohnten. Und da kann man also hier schon sehen, wie eng versippt und verwandt diese ganzen Familien untereinander waren. Wenn man nach irgendeinem anderen Namen sucht, weiß ich nicht, ich nehme mal irgendwas Beliebiges, dann kann es natürlich auch sein, dass man da nur wenig findet. Hat man hier Agnes Paffrath, die sind hier nur dadurch zusammengehalten, dass im Taufbuch von Maria Lüskirchen für 1709 eben eine Taufe ist von einem Sohn Nikolaus, die hier diese drei Personen bislang erst miteinander verbindet. Man kann vermuten, dass es entweder sogar die Agnes Paffrath schon hier in der Datenbank gibt, aber ich habe nicht gemerkt, dass sie ein zweites Mal auftaucht und dass man sie verschmelzen kann. Oder sie wird irgendwann mit ihrem Mann noch in einem oder drei oder 7 anderen Kölner Kirchenbüchern auftauchen. Ja, das ist vielleicht gerade erstmal von mir zu dieser Datenbank. Ich denke, die Benutzung ist auch relativ selbsterklärend, eben ausgehend, wenn man hier nach den Suchmöglichkeiten geht. Ach, vielleicht eine Sache noch. Über die erweiterte Suche kann man auch sehr genau filtern oder man kann zum Beispiel angeben, als Ort der Taufe nur St. Paul. Dann erhält man 6.800 Taufen aus St. Paul und man kann hier
Im Moment ist es standardmäßig Nachname, Vorname sortiert. Man kann aber eben auch sortieren nach dem Geburts- bzw. Taufdatum. Das heißt, man hat jetzt hier eine chronologische Folge aller Taufen in St. Paul vom 1. Januar 1610 an. Und wenn man sich also dann irgendwann heransetzt oder jemand sich findet, der die Kirchenbücher von St. Paul oder Taufbücher von St. Paul durchgeht und die Daten abgleicht, um dann auch so wie hier bei Nummer 17 so schöne offensichtliche Verleser zu beseitigen. Der heißt wahrscheinlich nicht Keimengießer, sondern Kannengießer, und dann sind wir schon wieder bei einem nicht so ganz seltenen Familiennamen. Kann man hier durch die chronologische Sortierung in der Datenbank dann relativ einfach dann das Taufbuch, das ja in der Regel auch chronologisch geführt ist, nehmen und dann Eintrag für Eintrag vergleichen. Ja, aber ansonsten denke ich, ist die Datenbank erstmal vom Aufbau her relativ selbsterklärend, vor allem wenn man hier von der Startseite kommt. Hier im rechten Bereich habe ich einige Erläuterungen eingestellt, um was geht's. Einige Hinweise auch, wie man die Datenbank benutzt, worauf man achten muss und natürlich auch, welcher Datenbestand aktuell enthalten ist. Ja, so viel von mir dazu, aber vielleicht gibt es da ja auch noch Fragen oder Anregungen oder den Verriss, dass das völliger Unsinn ist. Diese Bearbeitung der Excel-Liste, ich würde dringend dazu raten, eigene Spalten für das Zusammenführen der Namen zu verwenden, sodass man die Ursprungsform, wie sie mal da gestanden hat, jederzeit erkennen kann. Ja, das habe ich kurz überlegt, ob man das macht. Darauf habe ich dann verzichtet, deswegen, weil jetzt in dem Fall, wo wir hier Fladen, Fladens und Fladen mit Doppel-S hatten, sagen wir mal, wenn es sich wirklich nur um Fladen mit S oder Fladens mit S und Fladen ohne S handelt, ist es relativ unwichtig, oder bei jedem Familienbuch, das am Ende gedruckt wird, wird man sich ja dann auch auf eine standardisierte Form einigen müssen oder sich für eine Form entscheiden müssen. Dann, wenn die Formen stärker voneinander abweichen und man eben ohne Prüfung des Kirchenbuchs gar nicht entscheiden möchte oder entscheiden kann, was jetzt der Name ist, dann habe ich es so gemacht, dass ich beide Formen nebeneinander stehen gelassen habe und habe die mit einem Unterstrich verbunden, dann landen erstmal beide Nachnamen am Ende nebeneinander in dem Nachnamenfeld in der Datenbank. Ich denke, dass man einfach trennt, was ist konvertiert, das ist ja eine konvertierte Spalte, zu den bearbeiteten Spalten, dass man immer erkennt, was war ursprünglich konvertiert. Die können ja auch falsch sein, ne? Ja, sicher. Wir haben natürlich das Problem, dass wir unter Umständen dann eine ganze Reihe ganz offensichtliche Lesefehler auch mit übernehmen. Also, weiß ich nicht, den Elelchior, glaube ich, den muss man nicht weiter bewahren, weil der offensichtlich verlesen ist im Vornamen. Ja, kann ja da stehen bleiben. Weiter verarbeiten wird man nachher die normierten Daten sicher. Genau, ne? Aber ich denke, da, wo es offensichtlicher Transkriptionsfehler in Family Search ist, den muss man, glaube ich, gar nicht weiter mitschleppen. Ja, ja. Sollte sich im Klaren sein, dass die Quelle das Kirchenbuch ist und nicht die Abschrift der Mormonen. Genau, das ist ja erstmal nur ein Zwischenschritt. Das Ziel muss ja eigentlich sein, eben weil wir ja auch wissen, wie unzuverlässig teilweise die Daten der Mormonen sind, die Qualität der Daten am Ende aufzubessern oder überhaupt sicherzustellen durch den Vergleich mit den Originalkirchenbucheinträgen. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall notwendig, zumindest bemerkenswerte Varianten in der Namensschreibung dann zu dokumentieren. Also die jetzt über S am Ende oder ohne S am Ende hinausgehen. Also vielleicht nochmal was aus eigener Erfahrung. Ich habe sowas wie ein kleineres Kirchspiel, ein ländliches Kirchspiel mal gemacht und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass die komplette Neuabschrift effektiver und schneller war, als über die Konvertierung zu gehen. Weil letztlich führt es immer dahin, den Originaleintrag nochmal zu sichten. Und wenn es nur im späteren Schritt
um die Paten geht oder was steht da genau? Das ist völlig klar, nur ich habe jetzt, ich weiß nicht, im Juni hat Horst Reinhardt die Domain eingerichtet und TNG installiert und jetzt sind zumindest 56.000 Personen drin und ich glaube, ich hätte jetzt nicht in 3 Monaten 56.000 Personen aus dem Buch, aus den Kirchenbüchern da reingekriegt. Die uns auch gar nicht alle komplett zur Verfügung stehen. Wir haben ja nur die CDs aus Brühl. Genau, aber das ist natürlich schon mal was. Aber auch wenn ich alle CDs hätte, hätte ich nicht 56.000 Personennamen und Daten erfasst. Und das ist klar, dass das natürlich das nur ein Hilfsmittel ist. Aber ich denke, die Situation ist ein bisschen anders, ob man eine eher überschaubare ländliche Pfarrei mit einer am Ende doch überschaubaren Zahl von Einträgen bearbeitet. Und dann glaube ich gerne, dass es da effektiver ist, einfach von vornherein das Buch nochmal neu zu bearbeiten. Aber jetzt da, wo wir von 220 Bänden reden, meine ich schon, dass es da hilft, erstmal das, was schon da ist, zu benutzen, weil das schon mal mehr ist, als es eben nicht zu haben und dann in einem zweiten Schritt dann zu schauen, wer beteiligt sich daran, die Daten zu überprüfen, zu korrigieren, zu verbessern. Nachvollziehbar. Ich habe dazu auch noch eine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob, wenn man Daten überprüft, müsste man sich ja relativ gut mit rheinischen Namen auskennen. Mir ist das eben aufgefallen, dass zum Beispiel, da stand irgendwo Heinrich Bedorf. Und ich habe den da eben nur mit E gesehen. Der kann aber doch genauso gut mit AE geschrieben werden, wie der Name eigentlich in Köln auch bekannt ist. Ja, heißt klar. Also, diese Familien, je nachdem, wenn die unterschiedlich geschrieben werden, also Bedorf mit E oder Bedorf mit AE oder mit S am Ende oder sonst was, können ja alle zusammengehören. Richtig. Genau. Das fällt oder ist mir da in den Fällen auch schon so halbautomatisch aufgefallen. Das ist mir da schon aufgefallen, dass man oder durch die Sortierung nach dem Vornamen sind zunächst auch mal Familien auseinandergerissen, wenn der Ehemann einmal Johann Peter Müller heißt und dann heißt er nur Peter Müller. Dann steht er nämlich einmal unter J und dann steht er nachher nochmal unter P. Und das hat man natürlich erstmal nicht im Kopf und im Blick. Aus dem Fall muss man einen zweiten Durchgang machen, der dann nach den Namen der Ehefrauen sortiert ist. Und dann stehen dann 5-mal Anna Margarete Schmitz als Ehefrau von Johann Peter Müller und Peter Müller untereinander. Und dann sieht man dann, aha, das sind jetzt hier nach Frauen sortiert nochmal die Familie. Und jetzt sehe ich, der Ehemann heißt nicht nur Peter Müller, sondern Johann Peter Müller oder eben Heinrich Bedorf, Bardorf, Bädorf, die im Alphabet zunächst auch erstmal auseinandergerissen sind beim zweiten Durchgang in der Sortierung nach den Ehefrauen. Finden die dann zusammen, eben ausgehend dann durch die Klammer oder die Verbindung mit dem Namen der Ehefrau. Ja, okay. Und da braucht man natürlich, das stimmt natürlich, man braucht Kenntnis der rheinischen Namen. Das ist erstmal so, denke ich, auch so das Hauptproblem teilweise, was die Transkription bei Family Search angeht. Ich wollte noch mal was fragen zu der Excel-Tabelle. Ist das so, dass die nur einmalig konvertiert wird und dann nie wieder? Oder wird, wenn sich jetzt zum Beispiel innerhalb der Tabelle etwas ändert, neue Erkenntnisse, dass doch Personen identisch sind oder so, wird die dann neu hochgeladen und überschreibt das bisherige? Jetzt die Bearbeitung der Excel-Tabelle und das Umwandeln in GetCom und dann das Einspeisen ist einmal. Das heißt, weitere Bearbeitungen müssten dann in der Datenbank direkt im Internet erfolgen. Aber man kann natürlich schon während der Arbeit an der Tabelle, wenn man da eben feststellt, man findet einen offensichtlichen Verschreiber oder man sieht schon, einer heißt Johann Peter und manchmal Peter, man kann es dann schon zusammenführen und dann die Spalte einfach nochmal neu sortieren, weil man dadurch dann entsprechend direkt die Familie durch die Sortierung wieder zusammengeführt hat. Das natürlich schon. Aber die Konvertierung findet nur einmal statt. Genau. Okay. Ist das eigentlich ein Format, was jetzt von dem TNG vorgegeben ist, dieses Excel-Datenformat dieser speziellen
Excel-Tabelle, was dann importiert werden kann? Oder? Nee, das ist erstmal, die Tabellenspalten sind so, wie man die Daten von FamilySearch runterlädt. Das ist das, okay. Wenn man auf Speichern untergeht, dann sind die in dem Format und über Gen-Tools kann man dann das ins GetCom-Format überführen. Und TNG übernimmt dann GetCom. Mhm. Also über Gen-Tools. Ja, okay. Über Gen-Tools, genau. Mhm. Okay, danke. Yes, Manfred Emmel. Habe ich eine Frage. Du hast doch die Einwohner Kölns zur Zeit, wo man Namen suchen kann, wo die Eintragungen sind, ne? Von deinem Programm. Ja, jetzt in der Datenbank, ja. In der Datenbank, da habe ich jetzt einen Namen gefunden. Was passiert denn, wenn zum Beispiel die Heirat in St. Paul steht, 1790, und ich habe die gleichen Daten von St. Martin? Es stauchen ja dann manchmal Daten auf, die einmal da und da, entweder Aufgebot oder Heirat. Ja, genau. Das heißt, da würden erstmal natürlich das Ehepaar doppelt erscheinen durch die beiden Heiratseinträge. Und wenn man dann erkennt, es handelt sich um das gleiche Ehepaar, kann man in der Datenbank Personen verschmelzen. Das heißt, man kann eben angeben, hier diese beiden Personen sind identisch, dann wird daraus ein Datensatz gemacht und man kann dann durch einen Klick festlegen, etwa soll dann das zweite Heiratsdatum auch mit übernommen werden. Und das braucht man natürlich vor allem dann auch, wenn eine Familie mit 4 Kindern in St. Paul jetzt schon enthalten ist und wenn man St. Lupus bearbeitet, sind dann 4 weitere Kinder des Ehepaares, dann wird das natürlich erst nochmal als ein neues Ehepaar wieder mit 4 Kindern importiert. Und sobald man dann feststellt, so, das ist die gleiche Familie, muss man eben beide Eltern miteinander verschmelzen und dann wird aus 2 Familien mit 4 Kindern dann eine Familie mit 8. Interessieren dich denn auch die Familie, weil wir zufällig diese Familie in der Emmel-Linie drin haben? Die Familie Maitisch. Und ja. Ist das für dich interessant, Informationen zu bekommen, um diese Hilfe der Suche zu erleichtern oder ja, Ergänzung? Oder wie siehst du das? Ja, also im Prinzip ist ja jeder willkommen, der jetzt auch schon Ergänzungen macht. Etwa man weiß Sterbedaten oder jemand ist aus Köln weggezogen oder so Daten, die ja auch in den Kölner Kirchenbüchern nicht enthalten sind. Ich wäre jetzt im Moment zurückhaltend, manuell Daten aus der Pfarrei St. Kunibert schon manuell einzugeben, wo die Pfarrei Kunibert noch nicht bearbeitet ist. Denn wenn man jetzt die Daten schon mal per Hand eingibt oder Personen ergänzt und nachher wird Kunibert importiert, dann hat man sie am Ende doppelt. Also da denke ich, dass es günstiger wäre, erstmal die Pfarreien zu bearbeiten und danach Ergänzungen und Hinweise und Korrekturen entgegenzunehmen oder zu berücksichtigen auf Personen, die in mehreren Vereinen auftreten, die man zusammenführen muss oder was auch immer. Ich dachte auch, ob das überhaupt, wenn man ein Datenblatt zu dir mailt oder sowas, ob das einen Sinn macht. Sammelst du da auch was? Oder ja, nur erstmal die Daten sammeln und alles, was jetzt die Leute, die Kollegen, sag ich mal, Familien ergänzen könnten, oder ist das zu viel Arbeit eigentlich? Ne? Ja, also wenn man beispielsweise Sterbedaten zu ergänzen hat, die dann ins 19. Jahrhundert reichen, also außerhalb der Kirchenbuchzeit, da wäre es am einfachsten, wenn man sich einen Benutzeraccount eben anlegt, weil man dann eben direkt als angemeldeter Benutzer zu dem Sterbefeld das Datum eingeben kann und dann muss ich nur noch anklicken, irgendwie Änderung übernehmen, ja oder nein. Also, dann muss ich dann nicht dann die E-Mail lesen also, und dann aus der E-Mail. Man kann einen Account sich anmelden, sag ich mal, wo man eventuell wie bei Wiki, dass man da was eingeben kann. Genau. Und da prüft das im Endeffekt, kann das so hinkommen oder nicht? Oder stimmt das? Oder der Beleg? Mein Beleg würde sagen, okay, das stimmt, kann man verknüpfen. Ja, genau. Oder vielleicht findet sich auch jemand, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist ja hier
der Spezialist für die Pfarrei St. Kunibert unter uns. Dann, St. Martin war das. Oder für die Pfarrei St. Martin, ist völlig egal. Also wenn jemand sagt, ich kenne mich in der und der Pfarrei besonders gut aus, dann könnte derjenige natürlich auch die, sage ich mal, volle Zuständigkeit in der Datenbank für diese Pfarrei übernehmen. Wenn da jemand, weiß ich nicht, dutzende Familien erforscht hat, dann ist der ja eigentlich derjenige oder diejenige, der da weiß, was zusammengehört. Da muss ich ja dann nicht mit viel weniger Ahnung dann sagen, ja, das nehme ich mal so an oder nicht. Da gibt also ich habe das schon mal öfters erlebt, dass eben halt man, wenn man die Heiratsdaten aus verschiedenen Kirchen eben, manchmal ist ein Tag dazwischen, dann weiß man, dass wahrscheinlich das Aufgebot war und dass der dann limitiert ist in dem Nachbarort oder in der Nachbarkirche, in der Gemeinde, in der zweiten Kirche, in St. Paul eben halt dann da geheiratet hat vielleicht oder umgekehrt. Ne? Genau, ja, klar, aber das kann man natürlich beides auch, das lässt sich alles darstellen. Mhm. Dankeschön. Würdest du auch komplette GetCom-Dateien nehmen oder Teilfamilien, die als GetCom dir gegeben werden? Familien losgelöst von Vereinen fände ich jetzt eher ungünstig, weil dann durch die Vereine die gleichen Personen ja wieder reinkommen. Ja. Wenn aber jemand sagt, ich habe eine GetCom-Datei von St. Kunibert 1600 bis 1700, dann freuen wir uns natürlich. Ich habe noch eine tolle Ergänzung gefunden. Ich weiß nicht, wer sie eingegeben hat, bei der Familie Adam Ploog und Margarete Kosch. Da wird auf eine Gedenktafel am Kieler Dom hingewiesen, also Hinweise auf Grabsteine im Kirch am Friedhof. Das ist eine wunderschöne Ergänzung, finde ich ja, toll. Ja, genau, da bekam ich eben, ich weiß gar nicht mehr, wer, irgendjemand hat mir eben eine Mail geschrieben, da hatte ich es schnell eingebaut, ja. Genau, das lässt sich natürlich machen. Ich habe da jetzt einfach den Link auf das Foto da in in das Personenblatt reingesetzt. Und das lässt sich natürlich, das finde ich, ist dann eine Stärke auch von TNG, dass man eben auf einen Wikipedia-Artikel über eine Person oder eben auf vorhandene Bilder im Internet oder eben auch auf die Registen des Stadtarchivs direkt verlinken kann, was wir ja in einzelnen Fällen auch schon gemacht haben, dass man also dann von der Person direkt da landet, wo das Stadtarchiv dann Testamente indiziert hat oder was auch immer. Oder man könnte natürlich dann auch, das ist prinzipiell endlos, dann, wenn man weiß, wo einer gewohnt hat, dann am Ende den Link setzen, dass man dann bei dem Bild von dem Haus aus dem Jahr 1798 landet oder so. Ja, wenn man zu späterer Zeit, dann kann man dann sicher auch auf andere Urkunden oder Standesamts oder so, ne? Das, später, wenn wir dabei sind. Solche Geschichten, also Verlinkungen sind zu allen Sachen möglich. Genau, beliebig. Absteine und allem. Ja. Aber besonders sinnvoll ist es doch jetzt schon, erfasste Pfarreien sich die Bilder von den CDs zu beschaffen und konsequent dann die chronologisch geordneten Register durchzugehen und genau. zu korrigieren. Das ist genau. jetzt schon möglich. Genau, also wer St. Maria Ablasslicht ist ja auf DVD vorhanden, da könnte schon jemand sagen, ich gehe systematisch alle Heiratseinträge aus St. Maria Ablass durch und überprüfe die Schreibung und ergänze alle Angaben oder so. Ich habe es beim Import so gemacht, dass zu allen Daten, also Tauf- und Heiratsdaten in dem Fall, immer schon das Kirchenbuch auch als Quelle angegeben ist, nur ohne die Seitenzahl. Denn man kann ja aus dem Jahr in der Regel ablesen, in welchem Band des Kirchenbuchs muss der entsprechende Eintrag sein, sodass dann derjenige, der Daten überprüft und verifiziert, nur noch die Seitenzahl ergänzen muss. Der muss also nicht per Hand immer noch auswählen, das ist das Kirchenbuch LK, weiß ich nicht, 159, sondern nur noch die Seitenzahl. Und anhand, ist die Seitenzahl vorhanden oder nicht, kann man auch erkennen, ist der Eintrag schon verifiziert oder nicht. Das ist so ein bisschen versteckt, aber ich habe es auf der Startseite eben auch erklärt, sodass also auch für den Benutzer von außen erkennbar ist, wenn er genau hinschaut, wie verlässlich ist die Angabe.
Aber das ist richtig, da mit Maria Ablass, da ist auf DVD St. Paul, weiß ich jetzt nicht auswendig, ob es auf DVD ist. Ich glaube, die kleineren Vereine sind teilweise auch auf DVD vorhanden. Ja, oder genauso kann aber auch jemand, der könnte jemand schon das Einwohnerverzeichnis von 1797 für den Bereich der Pfarrei Maria Ablass oder da den Kölner Norden durchgehen und alle Personen, die vorhanden sind, entsprechend verlinken. Oder falls hier jemand ist, der mit, weiß ich nicht, den Ratsprotokollen arbeitet, könnte natürlich auch jetzt schon Personen, die in den Ratsprotokollen genannt werden und die auch in der Datenbank zu finden sind, entsprechend verknüpfen. Das ist eben auch, alle Arbeitsschritte sind auch parallel möglich. Ja, wer Fragen hat, kann unten links die Stummschaltung aufheben und noch weitere Fragen stellen. Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe auch ganz viele Gerichtsprotokolle, zum Beispiel im Siebengebirge, übertragen. Ganz viele Kölner, gut situierte Bürger sind dort Geldgeber. Wie könnte man die damit einbauen? Entweder einfach immer über die Mitteilung Änderungsvorschlag, dann müsste ich das dann oder jemand, der da den Zugriff auf die Datenbank hat, entsprechend eintragen. Aber wenn es um viele Daten geht, vielleicht magst du das auch einfach selber machen. Okay, das geht also dann auch da, bei TNG. Ja, genau, da können wir uns kurz schließen. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt ein tolles Beispiel auch eben, wofür man jetzt diese Datenbank benutzen kann, weil man eben, wenn man einmal zumindest schon aus den Kirchenbüchern auch so defektiv die Daten vielleicht sein mögen, erstmal schon mal sehr viele Daten hat und wir reden ja dann wirklich über, weiß ich nicht, 200.000, 300.000 Personen, dann kann man ja sehr leicht auch Erwähnungen außerhalb von Köln dann verifizieren oder es können Kölner Bürger ja außerhalb von Köln in Kirchenbüchern als Taufpaten, als Trauzeugen eben auftreten und kann eben auch diese Information, der und der ist 1721 in Brühl Taufpate, entsprechend dort wieder hinterlegen. Auch natürlich besser als in einem gedruckten Buch und es ist im Grunde so eine zentrale Datensammelstelle, egal ob einer 1721 Taufpate ist oder 1650 in Oberkassel Kreditgeber oder ich weiß es nicht. Da gibt es ja eine Menge an Dokumenten, die noch im Archiv verfügbar sind, ne? Ob jetzt Testamente oder irgendwelche Steuersachen oder so. Genau, ich glaube, da kann man sich die nächsten 100 Jahre beschäftigen. Ich habe schon gesagt, das ist, als die 1248 den Dom angefangen haben, da wussten die ja auch, dass die selber die Fertigstellung nicht erleben. Ja, gibt es noch Fragen, Anregungen, Hinweise? Vorhin hatten wir beide gemeldet wegen Fontänen. Da gibt es 7 Familienmitglieder in der Datenbank, die hatte ich vorhin mir mal angesehen. Zu einigen von denen habe ich Standesamts- oder Zivilstandsregisterdaten, die könnte ich also locker ergänzen. Ne? Gerne, ja klar. Ne? Also wie zum Beispiel, dass die auch andere Leute dann geheiratet haben. Ne? Ja klar, gerne. Gut. Ich denke, dass wir müssen da keinen Schnitt machen. Daten nach 1798 sind ausgeschlossen, sondern das, was man an Daten findet, sollte auf jeden Fall immer rein. Ja, okay. Bei all den Standesamts- oder Zivilstandsurkunden, die ich in den letzten Jahren so bearbeitet habe, stehen ja überwiegend bei den Taufen oder Geburten und Sterbefällen auch die Straßen dabei, mitsamt Nummer. Die könnte man doch eigentlich auch einspielen, auch wenn das nicht vor der 1798er Grenze ist, ne? Doch, man kann ja jede Information dann eben auch mit der Jahreszahl hinterlegen. Also Ich meine, das würde ich ja in irgendeiner GetCom-Datei vermutlich zusammensortieren können, ne? Ja, genau. Also, oder ich hab's eben bei dem Eberhard Göppel, da dem letzten Scharfrichter, da ist eben angegeben, 1797 wohnt er im alten Graben Nummer, ich weiß nicht, 17 oder 19. Und entsprechend kann man natürlich dann auch angeben, der und der wohnt 1820 dort.
Ja, auf die Weise kann man ja die Einwohner von bestimmten Häusern, die immer wieder witzigerweise auftauchen, ne? Dass da also ganze Familien wegziehen, hinziehen, wegziehen oder zwei Häuser weiterziehen. Das ist ganz interessant zu sehen. Genau, wenn man nach Orten sucht, die Orte sind so strukturiert, dass eben Deutschland, Nordrhein-Westfalen an oberster Stelle ist, dann untergeordnet Köln, danach die Pfarreien oder die Gassen. Und wenn man dann noch eine Ebene tiefer geht, dann landet man dann hier bei Hausnummern. Also es ist nur jetzt andersrum sortiert. Es ist erst die Hausnummer, dann die Straße und so weiter, also aufsteigend. Und wenn man hier drauf geht, findet man dann jetzt schon hier verknüpft mit Nummer 14 Altengrabengästchen ist Eva Katharina Friedenberger. Und auf diese Weise kann man eben dann auch tatsächlich irgendwann schauen, wer ist mit welcher Hausnummer oder welchem Haus assoziiert, jetzt ausgehend von den vorhandenen Daten hier. Ja, ich fand das dann spannend, wenn die alle zwei Jahre ihre Kinder kriegen und jedes Mal woanders gewohnt haben, ne? Das ist schon eine Aussage auch, ja. Entweder war die Hütte zu klein und Miete war zu teuer. Wahrscheinlich. Irgendwas, ja. Ja, und das ist ja auch wieder interessant, zum Beispiel für die Forschung. Ne? Es gibt bei Comken im Vorstand haben wir den Georg Fertig, der macht ja so Forschung in dem Bereich und der ist ja damit involviert in der Leipziger Time Machine und den interessieren dann natürlich, welche Berufe haben wo gewohnt, woher kamen die, wo haben die gearbeitet und wie sind die Berufe untereinander verknüpft. Und das, ich habe ja schon mal so eine Stammtischrunde gemacht, wo ich die Kölner Straßennamen anhand der Berufe vorgestellt habe, ne? wo ganz bestimmte Berufsgruppen in Köln gewohnt haben, warum die da gewohnt haben. Und solche Aussagen kann man eben ganz gut treffen. Naja, und da ist TNG eigentlich auch recht stark, weil da sehr viele Auswertungsmöglichkeiten sind. Ich habe hier einige Berichte halt voreingestellt, die kann man auch definierend dann hier hinterlegen, zum Beispiel alle Personen, die bis jetzt mit dem Beruf Abdecker, Abdeckerknecht und so weiter assoziiert sind. Und entsprechend kann man natürlich dann auch, genau, ich habe hier schon mal Angehörige des Rats und Bürgermeister entsprechend hier. Es ist jetzt nur, nee, zwei sind es bis jetzt, die mir aufgefallen sind oder wo ich dann festgestellt habe, es waren Bürgermeister. Und so kann man das natürlich dann auch entsprechend aufbauen. Auf jeden Fall Taufe eines Juden aus Amsterdam. Und ich weiß, dass in St. Kunibert offenbar eine ganze Reihe von Taufen von Juden stattgefunden haben, die man dann entsprechend hier finden kann. Oder Kölner oder Adlige, die in Kölner Kirchenbüchern auftauchen. Mhm. Ja, und da kann man entsprechend dann natürlich auch weitere Abfragen machen, weil TNG da als SQL-Datenbank da auch ganz umfangreiche Abfragen erlaubt. Also unter Umständen auch die Kombination irgendwie Suche, die und die Straße und den Beruf in Kombination oder was auch immer. Und die Verknüpfung eben zum alten Köln dann hin. Und dann natürlich bald, genau, die Verknüpfung dann über die Personendaten jeweils, ja. Die Trennung von Vornamen und Familiennamen musst du manuell machen oder geht das über die Übertragung? Nein, fürs GetCom-Format muss der Familienname in Schrägstriche gefasst sein. Das ist natürlich bei den Family Search-Daten erstmal nicht. Ich habe ein Makro, das markiert das letzte Wort in dem Namensfeld dann jeweils mit Schrägstrichen. Ausgenommen, wenn es nur ein Wort ist, dann gehe ich davon aus, dass da eben nur der Vorname steht, dann markiert er gar nichts. Und dann haben wir natürlich auch so mehrgliedrige Namen, also vor allem von oder teilweise auch lateinisch de oder ab sowieso. Da habe ich ein Makro, das dann erstmal den Unterstrich setzt. Also von Hanxleden wird dann umgewandelt in von Unterstrich Hanxleden, sodass dann im nächsten Schritt dann das Makro die Schrägstriche setzt, dann eben auch die Präposition dann als solche zum Namen rechnet. Dabei kann es natürlich passieren, weil das eben wirklich automatisch ist, dass dann, wenn einer einen noch mehrgliedrigeren Namen hat, dass da irgendwie ein Teil erstmal dann falsch im Vornamenfeld landet. Aber ich denke, irgendwie, weiß ich nicht, 95% läuft da schon mal richtig.
Ich sehe da gerade den Baron Clemens August von Kerkering. Also der ist sicher ein Freiherr und kein Baron, aber im Kirchenbuch wahrscheinlich so. Ja, den habe ich noch nicht. Ja, den habe ich auch noch. Keine weitere Quellenangabe, ja. Ja, und dann ist bei den Kerkerings meist noch eine Angabe wie bei den von Galens genauso. Galen zu Assen oder Kerkering zu Borg oder sonst was, damit man die in den westfälischen Wasserburgen auch richtig ansiedelt. Ja, ja, ja. Das glaube ich. Ich habe da jetzt nur die Heirat in St. Georg Da stand im Kirche oder war schon noch lieber Baro schon von Family Search übernommen und das habe ich dann erstmal nur in Baron umgewandelt, auch wenn das. Ja, ja. Ja. Also, wie soll es heißen? Freiherr. Freiherr, dann ändern wir es doch. Jetzt haben wir es. Wunderbar. Ja, da kann man ja schon was mitmachen. Diese Heeremann von Zeitweig, die kommt auch nicht aus Köln. Das nehme ich an, ja. Ja. Also wenn da einer eine Ergänzung hat, gerne. Ich habe hier eben unser Bericht Adel eben schon mal angelegt. Ja, ja. Da habe ich diejenigen, die ich in der Sammlung Othmann gefunden habe, die habe ich schon mal in der Schreibung entsprechend angepasst und genau da, wo ich es eben gefunden habe, dann auch schon den Verweis gesetzt, wo die in der Sammlung Othmann zu finden sind oder habe dann hier, weiß ich nicht, Beruf oder Geburt dann eben aus Othmann übernommen. Jo, ansonsten, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann... Ja gut, wir haben aber soweit alles durch. Ich denke... war rundum auch für alle hoffentlich zufriedenstellend an Informationen. Man wird sicher in Zukunft noch einiges dazu hören. In den Mailinglisten gerne Fragen stellen. Ja. Und natürlich sehr gerne, wenn jemand sagt, ach, ich schaue mir mal 2000 Tabellenzeilen in Excel an. Ja. Das ist sehr willkommen. Wie kriegt man denn diese Tabellenzeilen? Indem wir uns kurz schließen. Und du eine Datei rüberbeamst. Genau. Okay. Ja gut, dann weiß ich das ja auch. Wie ich dich erreiche, weiß ich ja. Ja, genau. Wir sollten vielleicht auch sagen, dass wir da irgendwo Tabellen noch führen, damit einmal wir einen Überblick behalten, was gemacht wird, damit keine Doppelarbeiten. Ja, klar. Also das ist schon in Absprache dann entsprechend, ja. Hört sich gut an. Nee, das muss schon so sein, damit man weiß, wer arbeitet an welchen Tabellen, an welcher Pfarrei. Genau, nee, klar, deswegen das. Und da ich dann ja erstmal die Makros drüber laufen lasse, muss ich halt die Datei ja erst ein bisschen präparieren, bevor die bearbeitet werden kann. Gut. Ja, wer mitarbeiten will, gerne anmelden. Es gibt Anmeldeadressen bei TNG und es gibt auch eine Anmeldeadresse beim Alten Köln. Wer also da irgendwo mitarbeiten will, gerne melden. Und wir freuen uns über jede helfende Hand. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei allen beim großen Interesse. Und danke auch. Wir gucken mal, wie wir weiterkommen mit diesem Projekt. Ja. In 4 Wochen treffen wir uns wieder. Am 2. Mittwoch im Monat mit einem neuen Thema. Ja. Ja, macht Spaß hier. Okay.